Hi Jungs, ich bin der George, bin 34 Jahre alt und heute erkläre ich euch den Drop-In. Der Drop-In gehört zu den Standardtricks und den solltet ihr auf jeden Fall beherrschen, wenn ihr Rampen fahren möchtet. Dazu solltet ihr euch eine 1,20 Meter Quarter ungefähr raussuchen, in die ihr ein gutes Gefühl habt, die euch sympathisch ist. Und ihr solltet eventuell den Bunny Hop beherrschen, ist aber nicht zwingend, man kann auch einfach in die Rampe reinfahren. Und jetzt würde ich sagen, suchen wir uns eine Quarter und los geht's. So, jetzt habe ich die richtige Quarter gefunden. Ganz wichtig ist auch die Fußstellung. Wenn ihr links vorne mit dem Fuß steht, sollt ihr rechts in die Mini-Rampe fahren. Wenn ihr rechts mit dem Fuß vorne steht, müsst ihr nach links in diese Rampe fahren. Jetzt erkläre ich euch, wie man in die Rampe fährt. Dafür würde ich im ca. 45 Grad Winkel an das Coping heranfahren. Nicht zu schnell, ich denke ein halber Dreh, das sollte reichen. Kurz vor der Kante das Vorderrad leicht anheben und einfach schräg in die Rampe reinfahren. Wenn ihr am Coping seid, das Vorderrad leicht anheben, das Gewicht in die Rampe legen und einfach vertrauen, dass das funktioniert, was ihr vorhabt. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten Schritt. Das in die Rampe fahren habt ihr jetzt sicherlich drauf. Und jetzt machen wir die zweite Variante mit dem Hinterrad nachziehen. Dadurch werdet ihr ein bisschen schneller, wenn ihr in die Rampe fahrt und tut euch auf der anderen Seite leichter. Vom Prinzip her funktioniert das genau wie das, was ihr gerade gemacht habt. Ihr fahrt in die Rampe rein und wenn ihr merkt, dass ihr mit dem Hinterrad am Coping seid, zieht ihr einfach leicht nach. Aber auch nicht zu viel nach vorne legen, weil sonst geht es über den Lenker. So, nachdem ihr die Anfahrt im 45 Grad Winkel beherrscht, sind wir nun an 90 Grad angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem How-To helfen und wünsche euch viel Spaß beim Üben. Schaut doch mal auf unsere YouTube-Seite, da könnt ihr noch mehr Stuff und How-To's anschauen oder erlernen. Und ja, ride on and drop in!